Das geschah beim letzten Mal. Ach, ich bin raus. Und so geht es weiter. Hey. Hey, bist du noch bei uns? So, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Resident Evil 7. Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Das sieht so banal an, ne? Ist aber kostenlos und ist ein Klick, also schnell gemacht. Ich habe ein Nachtsichtgerät, ich habe einen Filter, ich habe da einen dicken, ich habe da, ziemlich versporte, mit ziemlich vielen Sporen Zeug gedönst, was tierisch genervt hat. Und ich habe jetzt Munition gefunden, mit der ich die weißen Viecher besser töten kann. Und Nachtsichtgerät, das bedeutet, ich kann jetzt hier hin. War doch hier, ne? Ne, es war nicht hier. Was da? Das Rote? Nein, das hier war auch... Das war nicht da. Verdammt, wo war denn das? Ist schon wieder alles so lange her. Mindestens eine halbe Stunde. Hier kam ich doch eben her, oder? Ne, hier muss ich hin. Alles klar. Was ist denn nun? Ach du. Leck mich doch an der Füße. Was hast du denn für ein Problem, dass hier Fallen hinbaus? Einfach so auf. So Flammenfallen. Ja. Laserschranke auch noch. Menschen nicht. Mit diesen. Ich sag jetzt mal Ding. Dietrich, bestimmt, ne? Ja. Die weiße Munition, sehr gut. Also die anti-weiße Munition. Kann ich mich bücken? Ja, bücken kann ich nicht so, alles klar. Er und seine... Was ist das? Ach, das ist ein Stolperdraht. Alles klar. Der war echt schwer zu sehen. Okay. Das sieht aus wie ein Schieberätsel. Den darf ich nicht, weil sonst verspiele ich mir den Weg. Aber den muss ich, damit ich den da hinschieben kann. Und den darf ich gar nicht, weil der sonst hier blockiert. Den darf ich gar nicht, ich muss mir selber also wieder den Weg blockieren. Weltklasse.
Das heißt, ich mache erstmal das, was offensichtlich ist. Okay, das hat also nichts gebracht, weil hier ist nichts. Okay, der hier bringt mir so ziemlich gar nichts. Weil... Baum. Hier sind Luftballons hinter. Das bedeutet, ich muss mir hier den Weg versperren. Rettler sein Weg versperrt. Super. Hast du ganz toll gemacht. Noch Ballons. Hat echt einen kranken Geist, dieser Lukas. Ganz ehrlich. Herzlichen Glückwunsch. Ich nehme alles zurück. Oh, hinter mir auch natürlich, wie sonst. Aus, Sitz. Das ist ein Weißer, ne? Lezer. Hey, geht's dir gut? Halte durch. Bin unterwegs. Wem soll's gut gehen? Hey, geht's dir gut? Ich bin unterwegs. Zu wem hast du das gesagt? Was stimmt mit ihm nicht, wenn er hier so viele Laser hinbaut? Ach, zu ihm in der Mitte. Voll nicht gesehen. Marquez? Au, falscher Zug, Chris, alter Kumpel. Was zum... Du darfst jetzt sterben, Chris. Scheiße! Mm-hmm.
darf den nicht berühren. Ernsthaft? Du, das ist ein kranker Wichser. Hey, geht's dir gut? Ja. Halte durch. Bin unterwegs. Mhm. Die lösen die Falle ganz nicht aus. Hey. Hey, bist du noch bei uns? Du bist's. Danke. Ich dachte schon, ich wurde zurückgelassen. Kein Ding, Marques. Ich mach das auch gerne für dich. Marques oder Kies oder Kass oder wie du heißt. Ich glaube, wir kommen hier raus. Meinst du? Lucas ist ein verdammter Irrer. Mhm. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, er oder diese Dinger. Wir müssen hier raus. Wieso habe ich das Gefühl, dass du gleich stirbst? Hier drüben. Da oben. Kommen wir raus. Oh, Scheiße. Das darf nicht wahr sein. Scheiße. Scheiße, Scheiße. Nimm mir das Teil ab. Nein! Ich weiß nicht, wie es dir geht, Christopher. Aber ich bin es echt leid, Spielchen zu spielen. Drei Männer, Lucas. Drei meiner Männer sind wegen dir tot. Das endet. Und zwar sofort. Ich glaube nicht. In einer Minute sind es vier tote Soldaten. Du wirst scheitern. Und dann wirst du sterben. Natürlich. Okay. Wir haben hier wohl ein Problem. Sind dran, Chris. Geh zurück zur Haupthöhle und warte auf weitere Anweisungen. Lass mich nicht hängen. Zehn Minuten Zeit. Druck funktioniere ich am besten. Chris, gute Nachricht. Die Videos der ersten Einheit zeigen Kanister mit flüssigem Stickstoff in der Nähe. Vielleicht kannst du mit Einfrieren die Bombe entschärfen. Wo sind die Kanister? Das Lager im Abbauraum des Bergwerks. Geh durch das rote Tor. Muss ich die ganzen Clown-Türen abfrühstücken, ne?
geh weg. Warte, geh weg. Ja, nimm sie doch einfach, das wäre gut. Ja, Weltklasse. Die, okay. Ach du Scheiße. Schief geht.
Es hat geklappt. Wer jetzt los, bevor es auftaucht und neu startet. Mist! Alles klar, Chris? Ja, mir geht's gut. Mir geht's gut. Okay, Lucas. Nur noch du und ich. Tja, nur noch er und ich. Chris, wir sehen einen Raum hinter der Tunnelbohrmaschine. Lucas? Vielleicht. Probier da reinzukommen und schau nach. Verstanden. Da war aber auch noch eine andere Clown-Tür und die will ich mir vorher nochmal angucken. Aber das mache ich in der nächsten Folge. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.